Unser Team reist von München nach Kampanien, eine Region südlich von Neapel. Hier wollen wir das Geheimnis der Luxusnudeln lüften. Was macht sie so besonders? Die Oberfläche ist so ein bisschen, die ist nicht ganz so glatt. Im Vergleich zur herkömmlichen Pasta aus dem Supermarkt ist die aus Süditalien heller und die Oberfläche viel rauer. Was hat das zu bedeuten? Etwa andere Zutaten, die teurer sind? Auf der Fahrt kommen wir an vielen alten Getreidemühlen vorbei. Heute stehen hier nur noch die Ruinen. Ankunft in Gragnano, Geburtsort der Luxusnudeln. Er nennt sich selbstbewusst europäische Hauptstadt der Pasta. Dass hier alles im Zeichen der Nudel steht, ist nicht zu übersehen. Im historischen Zentrum befindet sich eine der ältesten Traditionsfabriken im Ort. Mit deren Generaldirektor sind wir jetzt verabredet, und zwar auf dem Dach. Ciro Punzo ist stolz auf seine Region. Bevor wir seine heiligen Hallen betreten dürfen, will er uns etwas über Gragnano erzählen. Wenn Italien das Land der Pasta ist, dann ist Gragnano die Hauptstadt der Pasta. Sie liegt zwischen dem Vesuv und der Amalfiküste. Um 1900 gab es hier noch 100 Nudelhersteller. Ein paar Fabrikruinen sind stumme Zeugen. Einst waren alle Manufakturen an der Via Roma angesiedelt. Die Nudelmacher trockneten ihre Pasta im Freien. Um 1800 hat die Stadtplanung das Klima bewusst mit einbezogen. Die feuchte Luft kommt vom Meer herauf die Straße entlang und von der anderen Seite kommt der warme Wind von den Bergen herunter. So konnten die Nudeln hier perfekt getrocknet werden. Auch bei der Höhe der Häuser achteten die Stadtplaner darauf, dass die Sonne auf die Nudeln zum Trocknen schien. Zu dieser Zeit ernennt der König Ciros Nudelfabrik zum Hoflieferanten. Der Handel floriert. Drei Viertel der Bevölkerung lebt von der Nudelproduktion. Auch wenn es heute nur noch 30 Fabriken gibt, dreht sich noch immer alles um die Pasta. Hier spricht man an jeder Straßenecke über Pasta. Vater und Sohn streiten sich. Du machst bessere Rigatoni, aber meine Paccheri sind eindeutig besser. Meine trocknen 18 Stunden, nein, 20 Stunden sind ideal. Die Pasta schmeckt am besten mit dem Durchmesser. Das stimmt nicht, so geht es den ganzen Tag. Der Nationalsport in Gragnano ist nicht Fußball, sondern Pasta. Aber was macht die Nudeln von hier so teuer? Warum sehen sie so komisch aus? Und vor allem, schmecken sie besonders? In der Küche der Traditionsfabrik setzt Nudelmacher Ciro schon das Wasser auf. Wir wollen vor der Verkostung aber erstmal dem Geheimnis der Herstellung auf die Spur kommen. Im Erdgeschoss kommt gerade die Lieferung mit der wichtigsten Zutat an: Hartweizengrieß, also aus Weizen gemahlene Körnchen, rund 1 Millimeter groß und Hauptbestandteil einer jeden handelsüblichen Nudel. Ist das schon der Grund für einen höheren Preis? Ein erster Check. Die Probe kommt zu Lebensmitteltechnikerin Maria Liviono. Sie kontrolliert die Qualität der Zutaten. Ihr Vater war einer der bekanntesten Nudelmacher der Stadt. Erst wenn Maria ihr Go gibt, kommt die Lieferung später auch in die Pasta. Ich checke Feuchtigkeit und Proteine, also das enthaltene Eiweiß. Unser Fokus liegt auf den Proteinen. Der Wert muss unseren Anforderungen entsprechen. Der Grieß muss mindestens 13% Proteine enthalten. Pasta mit viel Protein liefert nicht nur Energie und stärkt die Muckis, sie macht auch satt. Doch der Proteingehalt der Gragnano-Pasta unterscheidet sich nicht von dem herkömmlicher Nudeln. Was macht aber dann den Unterschied? Wir treffen Luca Balzano. Er arbeitet hier als Pastaio. Er ist der Chef-Nudelmacher. Von ihm erfahren wir, klassische Pasta besteht aus 2 Zutaten und sonst nichts. Hier kommt der Hartweizengrieß aus den Silos an. Der läuft durch die Rohre und dann hier durch. In diesem Zylinder mischen wir die Körnchen dann nur noch mit Wasser. Besonderes Wasser. Es stammt aus den nahegelegenen Bergen, den Monti Latari. Es ist besonders kalkarm und sorgt dafür, dass die Pasta nach dem Kochen bissfest bleibt. Das erste Geheimnis ist also das gute Quellwasser. Durch die Zutaten kommt der hohe Preis aber nicht zustande. Weizengrieß und Wasser. Es muss also an der Verarbeitung liegen. Dürfen wir da mal reingucken? Hier passiert alles ohne Luftzufuhr, also im Vakuum.
Wenn hier Luft reinkäme, würde der Teig später Blasen werfen. Das macht den Nudelteig kaputt. Aber was macht die Nudeln denn jetzt so teuer? Als nächstes kommt dieses rund 40 Kilo schwere Bronzeteil zum Einsatz. Die Nudelmatrize. Hier muss der Teig gleich durch. Jede Nudelmatrize sieht anders aus. Die Auskerbungen geben dem Teig die entsprechende Nudelform. Der Teig landet später darin. Dann kommt auf die Matrize noch dieses Sieb. Es sorgt dafür, dass der Teig, der mittig auf der Fläche ankommt, über den gesamten Radius verteilt wird. Luca und sein Kollege geben die Matrize in die Nudelpresse. Hier entscheidet sich, welche Form sie aus dem Teig zaubert. Die beiden haben sich für die zylinderförmigen Penne mit Rillen entschieden. Im Schnelldurchlauf. Die Presse formt den Teig und ein Messer im Inneren schneidet ihn ab. Fertig ist die schräg geschnittene Pasta. Sie ist eindeutig rauer, als wir das von normaler Pasta aus dem Supermarkt kennen. Und das ist ein Qualitätsmerkmal. Wie es sich auf den Geschmack auswirkt, sehen wir später. Wir machen unsere Pasta eigentlich immer noch so wie früher. Naja, wir arbeiten dabei auf einem höheren Niveau als die Industrie. Einer der wichtigsten Gegensätze ist, dass die Pasta-Oberfläche durch die Bronzematrizen aufgeraut wird. Das ist also Geheimnis Nummer zwei. Der Aufrau-Effekt der Bronzematrize macht die Oberfläche so porös. Im Gegensatz dazu laufen Nudeln in Großfabriken durch günstige Teflonpressen. Diese billigere Pasta ist außen aalglatt. Doch auch die weiteren Arbeitsschritte unterscheiden sich von herkömmlicher Pasta. Ein sogenannter Vortrockner macht die Nudeln stabiler. So überstehen sie ohne Dellen die weitere Reise. Denn Gragnano-Pasta braucht vor allem eins: Zeit. Und Zeit ist Geld. Luca kennt jeden Arbeitsschritt aus dem FF. Vor 15 Jahren hat er hier klein angefangen und sich im Laufe der Jahre zum Capo der Nudelmacher hochgearbeitet. Für unsere Familie hat die Arbeit hier eine ganz lange Tradition. Mein Opa, der Vater meiner Mutter, hat noch unter der alten Leitung angefangen zu arbeiten. Wir aus Gragnano haben einfach Pasta im Blut. Aus jeder Familie arbeitet hier mindestens einer in einer Nudelfabrik. Was früher auf Gragnanos Straßen passierte, geschieht heute in mehreren Phasen in diesen Trockenkammern. Sie imitieren das mediterrane Klima mit so einem Mix aus Feuchtigkeit und Wärme. Die Trocknung ist je nach Nudelart unterschiedlich. Wir trocknen die Teigwaren zwischen 18 bis 60 Stunden, bei 45 bis maximal 55 Grad. Industrielle Pasta trocknet maximal 3 Stunden und das bei 100 Grad. Das macht sie viel dunkler und wertvolle Nährstoffe gehen dabei verloren. Ich entscheide darüber, wie lange die Pasta hier drin bleiben muss. Je nachdem, wie weit der Trockenprozess ist, gehe ich mit der Temperatur rauf oder runter. Ich spüre das beispielsweise, wenn ich die Spaghetti anfasse, wie lange sie noch brauchen. Segreto numero 3 ist also das langsame Trocknen. Nachdem die Nudeln abgekühlt sind, verpacken sie Lukas Kollegen. Insgesamt produzieren die 15 Angestellten 5000 Kilo am Tag. Industrielle Pastafabriken stellen bis zu 160 Mal so viel her. 2013 hat die Europäische Union der Traditionsfirma das IGP-Siegel verliehen. Dieses Siegel bestätigt, dass die Pasta nur hier in unserer Region hergestellt werden darf. Nur dann dürfen die Nudeln auch den Namen Pasta aus Gragnano tragen. Und wir geben noch den Code an. Diese Kennzeichnung hilft, wenn es irgendein Problem gibt. Dann können wir nachvollziehen, wann wir die Pasta produziert haben und ob der Fehler in der Produktion oder bei der Verpackung passiert ist. 80% der Nudeln sind für den heimischen Markt.
Die Traditionsfabrik liefert aber auch nach Europa, Amerika, Japan und in die Emirate. Aber wofür ist denn jetzt die matte Oberfläche der Luxusnudeln gut? Endlich geht's in die Küche zum Pasta-Duell. Handwerklich hergestellte Nudeln versus Industriepasta. Nudelmacher Ciro Di Massa zeigt uns, worauf es ankommt. Die Traditionsnudeln müssen früher ins Salzwasser und 3 Minuten länger kochen. Die herkömmlichen sind durch die Hitze beim Trocknen nämlich schon vorgekocht. Ich verstehe nicht, warum ihr in Deutschland immer Öl ins Wasser gebt. Unsere Pasta hat doch eine raue Oberfläche. Wenn ihr alle 1–1,5 Minuten umrührt, dann kleben die Nudeln auch nicht aneinander. Das Öl würde die Pasta umhüllen. Die Soße hat dann keine Chance, haften zu bleiben. Ciro hat noch mehr Tipps auf Lager. Für 100 Gramm Pasta nehmen wir 1 Liter Wasser. Unsere langsam getrocknete Pasta nimmt mehr Wasser auf und gibt im Gegenzug Stärke frei. Industrielle Pasta hat weniger Stärke. Die ist für mich wie Hartplastik. Sie kann auch die Soße schlechter aufnehmen. Weitere Pasta-Tricks vom Profi? Ein wenig Nudelwasser zur Soße geben. Die Stärke darin verstärkt den Geschmack und sorgt für die perfekte Verbindung von Nudeln und Soße. Außerdem die Pasta immer 1 Minute früher in die Soße geben. Die Nudeln kochen darin noch nach. Und die Teigwaren niemals abschrecken, denn das kalte Wasser wäscht die Stärke ab. Und worin besteht da jetzt der Unterschied zur herkömmlichen Pasta? Die industrielle Pasta ist doch glatt, da bleibt nichts von der Soße hängen. Unsere saugt die Soße dagegen richtig auf. Auf den ersten Blick ist der Unterschied jetzt nicht so riesig, aber vielleicht geschmacklich? Na klar, jetzt kommt der Galileo-Check. Zuerst die industrielle Variante. So kenne ich sie. Dann die traditionellen Penne aus Gragnano. Köstlich. Bei der Pasta bleibt der ganze super hängen, die ganze Soße schmeckt super, ist gekocht al dente, genauso muss es schmecken. Und wir sind eher die andere gewohnt, aber die schmeckt toll. Pasta und Soße ergänzen sich perfekt. Die Nudeln sind kein Schnäppchen, dafür aber mit sehr viel Zeit und Sorgfalt gemacht. Den Weg nach Italien können Sie sich aber sparen, denn Nudeln mit dem Gragnano-Siegel gibt's inzwischen sogar bei uns im Supermarkt.